Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Cities Skylines. Oh ja, das sieht schon richtig schön aus hier teilweise. Ja Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Ich freue mich, dass es weitergehen kann. Ich habe jetzt mal nochmal einen kleinen Überblick verschafft. Unsere Stadt sieht zwar schon ganz schön aus an manchen Stellen. Wir haben aber sehr, sehr große Probleme. Also wir müssen uns jetzt erstmal um den Müll kümmern. Dann muss ich neue Krankenhäuser bauen. Vor allem um den Müll muss ich mich kümmern. Dann haben wir überall irgendwelche Leichen auch rumliegen. Buslinien muss ich noch bauen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Und ich wollte jetzt dann eigentlich auch bald mal anfangen. Eigentlich das werde ich jetzt gleich im Anschluss direkt machen. Mir noch ein Raster kaufen, also ein neues Viertel werde ich mir holen. Aber gut sieht es trotzdem aus, ne? Aber ich will jetzt hier die ganzen Symbole erstmal irgendwie loswerden. Und was auch schrecklich ist, zieht euch das hier mal bitte rein. Das ist wegen diesen scheiß Abwasserrohren hier. Das ist so schrecklich, weil eigentlich hatte ich ja geplant, hier so richtig schön Strand und vielleicht Tourismus oder so, ich weiß es nicht. Und also da geht, glaube ich, keiner baden in diesem Gebiet hier. Oder nicht? Nee. Also ich werde da nicht reingehen. Das ist wirklich ekelhaft. Ich habe aber schon mal geschaut, die Kläranlage, die brauchen wir ja dafür, diese Wasseraufbereitungsanlage, die können wir ab 16.000 Einwohner bauen, ne? Also müssen wir noch ein bisschen Einwohner reinbekommen und dann können wir uns dann darum kümmern. Alternativ können wir natürlich auch die Rohre hier rüberhauen, aber damit ist das Problem ja nicht gelöst. Ich meine, dann fließt das Wasser, dann ist es halt hier eklig. Ja, also wir müssen 16.000 Einwohner bekommen. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass, das ist ekelhaft. Aber gut, Leute, wir kümmern uns erstmal um den Müll, ne? Und erstmal, dass hier die ganzen Symbole verschwinden und dann werden wir weiterbauen. Und dafür, für den Müll, wollte ich mir jetzt hier dieses Gebiet kaufen. 5.000 kostet das. Ja, hier haben wir sogar eine Zuganbindung. Ausgehende Verbindung Zug, wunderbar. Schiff geht nicht. Hier hat man bestimmt ein Schiff. Könnte ich mir vorstellen, dass man das irgendwie dann... Also, ich meine, ist ja Strand, da kann man doch bestimmt einen Hafen bauen oder so. Autobahn, jo. Okay, Leute, wir kaufen jetzt erstmal das Gebiet hier. Bim, bim, bim. Jo. Und jetzt, das ist echt wie bei Prison Architect, ne? So ein bisschen können wir jetzt hier einfach nahtlos weiterbauen, ne? Ich finde das großartig. Ich feiere das total. Das ist halt wirklich, was man sich bei SimCity und so immer gewünscht hat. Ist ja sozusagen möglich. So. Okay, Leute, also, hier wollte ich jetzt erstmal mich, mach mal weiter Industriegebiet und Müll und so weiter, wollte ich jetzt hier erstmal hinmachen, hatte ich eben schon gesagt, weil ich glaube, hier werden wir auch irgendwann Probleme bekommen. Was den Verkehr angeht, wenn wir hier noch weiter Mülldeponien hinbauen. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir diesen Kreisverkehr nochmal upgraden, also pimpen zu einem großen, dass wir hier eine große Straße erstmal langziehen können. Und dann würde ich probieren, diese Mülldeponien hier rüber zu verlagern. Das heißt, wir müssen die dann irgendwann mal irgendwie leeren. Wenn die leer sind, die ist zum Beispiel schon leer, können wir die dann einfach nehmen und woanders hinsetzen. Oder ich kann sie abreißen auch, was nur geht, wenn kein Müll mehr drin ist. Oder drauf, drin, drauf. So gut, also legen wir mal los jetzt hier. Ich muss jetzt aber dann doch mal Pause machen. Das ist ein bisschen unschön, aber ich muss den Kreis. Ich habe Angst, dass es sonst hier dann überlastet ist. Aber wenn ich jetzt hier noch weiter baue und so, dann mache ich jetzt hier lieber gleich ordentlich und mache hier einen großen Kreisverkehr draus. Das wäre mir eigentlich ganz gut gefallen, die Idee. Das machen wir jetzt mal. Machen wir hier mal überall weg. Wir haben hier auch keine wichtigen Gebäude, also das ist schon okay, das so zu machen. So, mal gucken. Das ist echt riesig, das Teil. Da müssen wir mal gucken, wie wir es dann am blödesten machen. Ich muss hier wirklich noch sehr viel mehr abreißen. Aber Leute, wenn dann jetzt gleich richtig so. Wenn dann jetzt gleich richtig und ordentlich machen. Mach ich auch mal noch weg. Aber bislang ist uns das ja eigentlich immer ganz gut gelungen, da noch auszubessern. Also ich mach mal so. So hier vielleicht. Ja, machen wir mal so hier. Bam. So gut, so gut, so gut, so gut, so gut. Dann müssen wir das erstmal wieder alles verbinden miteinander und dann würde ich gleich in dem Gebiet dann, was wir eben gekauft haben, dann weiterbauen und mich um den Müll kümmern wollen. Und im Anschluss müssen wir Krankenhäuser bauen, Buslinien müssen wir machen. Wir haben sehr, sehr, sehr viel zu tun. Ja, das ist jetzt natürlich noch nicht so schön. Das ist auch nicht so schön. Also hier werde ich mal die Bupsel wegmachen. So, aber das hier würde ich gerne lassen. Würde ich einfach jetzt hier so eine Allee lang ziehen. Erstmal so hier. Und jetzt würde ich gerne eine Kurve machen. So, dass es so ein bisschen am Fluss lang geht. Das sieht eigentlich dann ganz schön aus. So. So hier erstmal. Das passt eigentlich. So gut, dann das hier noch miteinander verbinden. Hätten wir. Und hier müssen wir auch noch irgendwie. Wie machen wir das denn jetzt am blödesten?
könnten das vielleicht sogar so lassen, dass die nur hier rüber hinkommen. Das ist ein bisschen umständlich eigentlich. Aber nee, ich verbinde das mal hier mit. Nochmal wieder Kurve. Mal sehen, ob ich das hier irgendwie reinbekomme. Ohne jetzt alle Häuser abzunehmen. Ja, egal. Müssen wir halt neue setzen. Das ist ja auch okay. Ich denke, so können wir das vielleicht sogar schon lassen. So, dann muss ich hier... Ja, ist jetzt ein bisschen rumgefitzelt und so, Leute, aber das ist notwendig. Ich habe halt am Anfang natürlich nicht optimal gebaut, aber hey, das ist halt auch meine erste Stadt, so, ne? Aber man kann halt wirklich gut ausbessern und dann mache ich das halt jetzt auch. So gut, das hätten wir. Also, ich hoffe, das haut jetzt ungefähr hin. Dann würde ich jetzt erstmal Müll machen, endlich. Ah ja, so witzig. Also, ich habe irgendwie Bock gerade auf Kurven. Machen wir mal hier. Ziehen es einfach mal so hier lang. So hier. Als nächstes. Machen wir erstmal noch eine Müllverbrennungsanlage. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil wir hier nicht Strom haben eigentlich genug. Weil das ist ja vor allem dazu da. Wobei wir dann natürlich auch weniger also den Müll verbrauchen. Von daher ist es eigentlich gar nicht so schlecht, die Dinger zu bauen. Was kostet das denn? 1440 pro Woche. Das ist natürlich ganz schön heftig. Nee, ich baue erstmal jetzt hier diese Mülldeponien hin. So. So. Ich werde die jetzt mal nur einseitig bauen, also hier erstmal nicht, weil dann könnten wir die Straße dann notfalls noch upgraden. Das ist so gut. Und die hier werde ich jetzt dafür sorgen, dass wir die leer machen. Und dann würde ich die dann abreißen wollen. Huch. Ach stimmt, das kann ich ja schon verschieben. Das können wir dann gleich mal noch machen. So, die lernen sich jetzt alle schon. Und du kommst bitte mit. Und ich mache mir rüber. Wunderbar, das hat hingehauen. Schön, das ist cool, das ist wirklich cool. Kann sein, dass jetzt ein bisschen viel ist, aber ich guck mal, hier hatten wir halt auch schon 6 Stück. So, okay, nee, ich mach jetzt mal weiter. Gucken jetzt erstmal, ob die da jetzt hinterherkommen. Und wie das jetzt hier aussieht mit dem Kreisverkehr und so, ob das alles läuft oder ob ich irgendwo was vergessen habe. Hier will ich jetzt eigentlich keine Anbindung unbedingt machen, an dieser Stelle. Gerade bei der Hauptstraße will ich, das habe ich ja vor allem bei Cities XXL dann gelernt, so wenig Kreuzung wie möglich haben. Ja, mal gucken, was hier los ist, das ist der Wahnsinn. Ja, aber ich meine, es ist notwendig, wir haben hier überall Müllprobleme. So, während die sich jetzt um den Müll kümmern, würde ich jetzt gerne erstmal schauen, dass wir den Rest noch ein bisschen nachziehen. Ich glaube auch, wir brauchen gar nicht unbedingt mehr Friedhöfe. Wir brauchen mehr Sanitäranlagen, damit die Leute nicht sterben. Ich glaube, das wäre schlauer, weil Heilungskapazität ist 200, kranke Bürger 416. Da baue ich mal noch ein paar kleine Krankenhäuser. Große lohnt sich, glaube ich, wirklich erst dann, wenn wir sehr dicht beisammen gebaut hatten. Das habe ich ja jetzt erstmal noch nicht. So, wo haben wir denn? Hier haben wir eins. Hier haben wir eins. Okay, habe ich nicht so toll verteilt. Mache ich mal... Ja, hier irgendwie an die Kreuzung. Vielleicht machen wir hier mal irgendwie eins hin. So. Und hier unten vielleicht auch gleich noch. Aber ich meine... Nö, die sind auch davon betroffen. Aber wir brauchen eins, brauchen wir noch. Okay, dann brauche ich hier oben noch eins hin. So, hätten wir. Das passt ja erstmal. Wir können noch eins bauen, aber das ist erstmal so in Ordnung, denke ich. Als nächstes, sieht aus, Feuerwehr, Gefahr ist 39%. Okay. Wo haben wir denn welche? Hier haben wir eins, hier haben wir eins. Brauche ich hier oben mal noch eine hin. So, wir müssen halt natürlich gucken, das wird natürlich ganz schön auf die Unterhaltskosten gehen, aber wenn die glücklich sind, gehe ich ja davon aus, dass wir dann wieder gleich bloß machen werden. Ich hoffe es zumindest. Ich überlege, ob ich jetzt hier hinbaue. Ich meine, hier habe ich auch schon eine Feuerwehrwache. Hier bräuchte man eigentlich auch eine. Da müsste ich dann das doch vielleicht nochmal miteinander verbinden. Aber nee, ich lasse das mal so, wie es jetzt ist. Und hier ist gerade ganz schön Verkehr. Na, mal gucken. Mal gucken hier, was das wird. So, Polizei, Kriminalitätsrate ist 1%. Das sieht wunderbar aus. Bildung gucken wir auch gleich nochmal. Ach du Scheiße. Wir haben 946 Leute, die berechtigt sind für die Grundschule und aber nur Kapazität für 357. Das heißt, wir müssen auch nochmal Grundschule bauen. Na gut, dann baue ich mal hier noch eine hin. So, wunderbar. Da freuen sie sich. Ja, ich baue mal noch eine gleich. Was kostet das denn? 160 pro Woche. Das ist ja nicht so teuer. Dann baue ich mal hier noch eine Grundschule hin. So, das passt jetzt erstmal von der Kapazität. Wunderbar. Was kostet die Oberschule? Weil da haben wir auch schon wieder Überschuss. Also zu viele. 1000 passen da rein. Beziehungsweise 1250. Wahrscheinlich, weil ich das Budget erhöht hatte. Na gut, da bauen wir mal auch noch so eine gleich. Ja, ich würde langsam mal gucken. Ich baue trotzdem jetzt mal noch eine. Hier haben wir eine hingesetzt. Dann würde ich einfach mal hier irgendwie an die Hauptstraße eine ranhauen. Machen wir mal hier hin. So, okay, das hätten wir. Buslinie wollte ich dann auch mal noch machen. Da können wir vielleicht ein bisschen den Verkehr entlasten.
Krass, wie die Leute hier immer noch. Na, die müssen abgeholt werden. Wir brauchen anscheinend echt noch Friedhöfe. Hier haben wir einen. Hier haben wir auch einen. Trotzdem sterben die hier über. Ja gut, die sterben natürlich, weil ich zu wenig Krankenhäuser hatte. Das müsste sich eigentlich jetzt bald einpendeln. Ich baue trotzdem mal noch ein paar Friedhöfe. Die sind ja nicht so teuer. Mal hier einen hin. Würde ich mal hier noch irgendwo einen hinsetzen. Machen wir hier noch einen. So, hätten wir. So gut, dann hoffe ich, dass jetzt langsam die Symbole verschwinden. Weil die stören ja auch immer ein bisschen. Und dass sich die Leute jetzt hier wohlfühlen. Auf jeden Fall kommen wieder neue dazu. Das ist schon mal gut. Das ist ein gutes Zeichen. Müll haben wir auch erstmal gelöst, das Problem. Wie gesagt, die Dinger werde ich dann gleich abreißen. Verkehr geht so. Also hier ist es schon ganz schön überlastet. Aber so ist es halt auch manchmal in der Stadt, ne? Aber ich würde ja sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit Buslinien. Da können wir dem Ganzen dann vielleicht ein bisschen entgegenwirken. Wenn ich das dann habe, würde ich dann weiter Wohngebiete bauen wollen eigentlich. Und dann vielleicht sogar noch ein neues Gebiet kaufen. Ja, wir haben auch ganz hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Ja, mal gucken. Hier, das sieht schon echt genial aus. Das ist schön. Also ich könnte hier einfach die ganze Zeit nur umherfahren, mir das alles angucken. Ich finde das hier genial. Das ist wirklich eine richtige Einkaufsmeile hier. Das ist der Wahnsinn. Sind zwar ein bisschen einheitliche Gebäude, aber wie gesagt, das Spiel hat ja auch Mod-Unterstützung. Also ich werde jetzt auch bald mal gucken. Also jetzt ist ja noch vor Release, wo ich jetzt aufnehme, aber spätestens dann nach Release werden dann richtig böse viele Mods dazukommen. Und man kann ja, glaube ich, auch Häuser hier selber zusammenstellen und bauen. Da kann ich mir vorstellen, dass dann in ein paar Wochen richtig coolen Scheiß an Gebäuden gibt. Glaube ich zumindest. Also, glaube ich nicht. Ich gehe davon aus. Ich denke, ich bin da fest von überzeugt. Auf jeden Fall mal, guck mal, wir haben hier 1600. Also das ist gut. Das ist gut. Das läuft erstmal wieder. So, ja. Wie gesagt, Feuerwehrwache muss ich dann vielleicht nochmal bauen. Da habe ich mich ja gerade ein bisschen zurückgehalten. So gut, so gut. Ey Leute, lass jetzt mal Buslinie machen. Ja, das ist ja bislang so meine Lieblingsstelle. So, gerade mit dem Opernhaus. Das sieht alles sehr, sehr schön aus. Also Buslinie. Machen wir hier hin. Ja, wir können. Ist das Straßenbahn? Nee, U-Bahn ist das. U-Bahn könnte man auch machen. Kostet gar nicht so viel, so eine U-Bahn-Station. Ich mache aber erstmal Bus. Wir fangen erstmal mit Bus an. Also, machen wir mal. Weiß ich nicht. Ist eigentlich ziemlich egal, wo man das hinsetzen, würde ich sagen. Kann ich es hier irgendwo ransetzen? Meilenstein, Leute. Was haben wir denn? Wasserkraftwerk, Güterzugbahnhof und Bahnhof können wir dann bauen. Cool. Cool, cool, cool. Ey, vielleicht kriege ich ja hier sogar Gleise dazwischen, zwischen den Straßen. Das ist natürlich auch genial, wenn das passen würde. Muss man dann mal ausprobieren. So, ich baue jetzt das Ding einfach hier hin. So. Strom brauchen wir noch, sehe ich gerade. Nee, Strom haben wir. Hammer. Okay, Leute, so, und jetzt Buslinie bauen. Mal sehen, wie das gemacht ist, aber wie gesagt, das ist ja von den Machern, also die Entwickler, haben ja auch so diese Motion gemacht und so. Eigentlich müsste das ziemlich gut gelöst sein mit den Buslinien. Wie mache ich jetzt Buslinie? Moment. Haltestelle, Buslinie. Platzieren Sie Bushaltestellen zum Erstellen einer Linie. Bushaltestellen müssen eine ringförmige Linie bilden. Busse werden automatisch von einem Busdepot entsendet. Okay, hier haben wir dann die Übersicht. Schauen wir mal. Ich setze jetzt einfach mal hier an. Okay, alles klar. Ja, das ist cool. Also die haben das genauso gemacht wie auch in Cities in Motion und so weiter. Machen wir hier eine hin. Und da freuen sie sich auch schon. Ja, würde ich sagen, dann holen wir erstmal die hier alle ab. Ich werde jetzt einfach mehrere Buslinien bauen. So, dann machen wir hier mal noch. So. Dann geht's hier lang. Dann hier lang. Machen wir erstmal ins Agrargebiet eine Linie irgendwie. So. Ich finde das schön, wenn da die Smileys nach oben gehen. So. Ist jetzt natürlich jetzt nicht so spannend, Leute, aber das gehört halt dazu. Na, hier hätte ich, wäre es cool, wenn hier noch eine Straße wäre, aber egal, dann fährt halt Zeit mal ein bisschen umständlich. Aber so, jetzt machen wir hier noch eine hin. So, dann würde ich gerne hier noch hinfahren. Machen wir mal hier noch, weil hier haben wir auch gerade bei der hohen Dichte macht das ja Sinn. Aber ich würde sagen, die. Nee, wir bringen die jetzt schon mal wieder ans Ziel. Hier mal noch. Hier mal noch. Hier mal noch. Dann vors Opernhaus. So, und hier haben wir ja überall Buslinien. Da braucht man nicht unbedingt nochmal welche. Und dann Linie abschließen.
Okay, das ist cool gemacht, also es ist sehr simpel, aber hat er halt trotzdem, also bei SimCity hat man ja einfach nur die Linien, die Bushaltestellen gebaut und das war's dann, aber hier kann man wirklich richtig Linien machen. Das ist gut. So, ich würde da gleich noch eine machen wollen. Wir machen plus 3000, ey. Wir haben jetzt plus 10.000 Einwohner, ne? Also das sieht jetzt erstmal ganz gut aus hier. Wo will ich denn die mal ansetzen? Ich will mich jetzt erstmal hier um diesen Bereich noch kümmern. Ich setze den wir doch einfach mal. Ideal ist natürlich, wenn sich das ein bisschen überschneidet an einer Stelle, weil dann können sie umsteigen. Weiß ich nicht, ob die das so cool simuliert haben. Ich könnte es mir aber vorstellen. Wie gesagt, das sind noch diese Motion-Leute. Die haben da Plan. Die wissen, wie das geht. So. Machen wir hier. Ja, nö, das haut hin. Machen wir mal so. Dann so. So, dann würde ich gerne erstmal hier lang fahren. Dann machen wir mal hier so eine Kreuzung irgendwie. Und hier braucht man Wasser, sehe ich gerade. Kümmere ich mich gleich drum. Dann hier idealerweise an der Kreuzung vielleicht. Dann machen wir mal hier. Ja, mach mal hier noch einen und dann hier unten gleich auch noch, würde ich sagen. So. Und da freuen sie sich alle. Und wenn sie sich freuen, freue ich mich auch. Dann fahr halt nochmal hier hin. Ja, müssen wir mal gucken. Es ist halt nicht alles super optimal. Dann hier weiter. Dann hier lang. So weiß ich, Mülldeponie muss ich das nicht unbedingt halten. Ich mach mal noch ins Industriegebiet erstmal rein. So. So. Ein bisschen dürfte das ja auf jeden Fall was bringen. Machen wir hier noch eine hin. So, dann geht's hier weiter. Eigentlich würde ich die auch gerne noch abholen. Ist eine lange Linie. Es wird ja wirklich eine lange Linie. Bam. 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 Also solange Gesichter nach oben gehen, ist ja alles cool. Dann hier. Und ja, dann abschließen bitte. So, Leute. Hätten wir. Was haben wir denn hier? 44 pro Woche. Und, oh, 4 Touristen pro Woche. Okay. Ja, die kommen wahrscheinlich wirklich, um hier baden zu gehen. In dem wunderschönen Fluss. Aber nur hier. Hier gehen sie baden.